Willkommen zu einer weiteren Folge Forza Motorsport 7. Neue Meisterschaft, neue Rennen, neue Autos, neues Glück. So, wir fangen an mit... Wo sind sie denn jetzt hin? Nein, Classic Street Muscle. Ja, da fühle ich mich direkt zu Hause. Bis aufs Chrom herunterbricht, sind diese lautstarken Kraftpakete bestechend einfach gestrickt. Alles, was man braucht, ist ein großer Motor und genügend Power, um beim Aufdrehen das Haus der Nachbarn zum Beben zu bringen. Sie sind schonungslos laut und dafür lieben wir sie. Schonungslos laut, so muss das sein. V8 Power. Was haben wir denn? Buick haben wir. Dodge Challenger RT. Coronet Super B. Und so weiter und so fort. Und ja, da können wir uns jetzt eigentlich austoben. Challenger ist schon was Feines. Wir hatten die meiste Power. Challenger, wa? Mit 329 kW, na? Der hat noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, das bisschen macht es auch nicht. Ich nehme den hier. Ist sogar selten nur. Nur selten ist ja langweilig. Kann man den auch in Standard lassen irgendwie? Farben. Ah, Herstellerfarben. Ernsthaft? Das ist eine Herstellerfarbe? Naja. Okay. Interessant. Die Zielgruppe? So, gehört auf jeden Fall mir. So, wir fahren in... was ist das denn? Prag müsste das sein. So, uns fehlen natürlich noch diverse... perfekte Kurven. Bla, das hier können wir reinhauen und... Pff, tja. Das hier. Ankunft in der Prag. Kurz. Let's start. Ich glaube, ich weiß auch, ob wir dann wieder längere Rennen machen können. Zu einem IndyCar, zu anderem die Formel Mazda. Ich weiß allerdings noch nicht, wenn er wieder so ein Scheiß wird wie Formula Ford, dann eher nicht so. Aber jetzt erstmal hier V8 Power in Prag. The Punisher ist vor mir. Alter, was bremst der denn da vorne ab? Oh fuck! Ah. Oh fuck, kurz. Habt ihr gesehen, wo ich hinfahren wollte? Hab mich gerade gewundert, warum bin ich jetzt Erster? Keiner mehr vor mir? Das ist die Drecks-Kurz-Variante. Gutes Überholen habe ich schon mal. Rennen auf der Strecke habe ich zweimal drin. Interessant. Gar nicht drauf geachtet. Ist da neben mir einer? Nein, neben mir ist keiner. Wir können also voll... Natürlich nicht. Vollgas wollte ich schon sagen. Hier durch die... Meine Lieblingspassage quasi. So, erstmal wegkicken. Was steht da? Hades? Ist da nicht hier so ein griechischer Gott von... Keine Ahnung. Ich spiele zwar gerade wie so ein bekloppter Assassin's Creed Origins. Und da wurde schon so oft Hades erwähnt. Und auch, was das für ein Gott ist. Aber denkst du, ich behalte sowas? Aber ist die holländische Version mit Doppel-E, ne? Hades. So, Hades haben wir hinter uns gelassen. Der hat richtig hart es auf den Sack bekommen. Ha, ha. Oh Gott, ich weiß, es ist so schlecht. Die Gegner sind ja auch mega schlecht. Ja,
halten mich hier quasi auf. So, Jungs, lasst mich mal vorbei. Ich hab's eilig. Ich will das Ding hier nach Hause gewinnen. Den Sieg nach Hause fahren. So rum. Na, guck mal. Easy. Das ist auch wie so eine Strecke. Genau wie Road Atlanta, wo die Gegner mal ultra... Boah. Ich möchte nicht sagen schwach sind, aber doch. Das Adjektiv kann man da ganz gut einsetzen. Ja. Platz 1. Ja, ehrlich, er kämpft ohne Abkürzen. Okay, Abkürzen geht ja auf der Strecke auch so gut wie gar nicht. Man bricht durch die Betonmauern durch. Deswegen sind auch die beiden optionalen Ziele hier relativ einfach. Weil es gibt hier kaum Abkürzungen. Vielleicht an ein oder zwei Stellen. Eieiei. Ja, ich würde sagen, Bonusziele alle erfüllt, gewonnen, ehrlich gewonnen, gut auf einer wunderschönen Strecke. Prag ist schon fast eine meiner Lieblingsstrecken hier, muss ich ja sagen, weil sie ist irgendwie, weiß ich nicht. Das schnelle Monaco, nicht so schnell wie Baku logischerweise, aber Baku gibt es ja auch nicht. Nun gut. Volle Punktzahl, aber das hatten wir schon ein paar Mal. Erste Rennen volle Punktzahl und dann hat es richtig abgekackt. Da wurde ich auf einmal richtig schlecht. Juhu, Level up. Ja, oh, McLaren für umsonst. Boah, habe ich jetzt nicht so das Interesse. Ich nehme einen Rennklassikeranzug. Habe ich zwar überhaupt nichts von, aber... Es sei total Bullshit, den zu nehmen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber egal. Ich spiele das Spiel halt so. Ich möchte sammeln auch Sachen. Long Beach Oststrecke. Haben wir da noch die Mods? Die sind noch aktiv. Okay. Prima. Komm, Strecke, lad schneller. So, Ankunft in Long Beach bei wunderschönem Wetter im Osten. Auf der anderen Seite der imaginären Mauer. Und irgendwie bin ich ein bisschen müde. So, Biorhythmus, weißt du? Aber hier habe ich wenigstens mal gute Starts. Wo die Gegner nicht sofort wegziehen. The Punisher. Wow. Oh, scheiße. Ah, diese Kurzstrecken. Die gehen einfach nicht in mein Hirn rein. Ich wollte immer weiterfahren bis zur engen Linkskurve. Das hat natürlich nicht funktioniert, ist klar. Die kenne ich gar nicht, die Variante hier. Wow. War noch einer. Sorry. War's mit dem Weg. Entschuldigung. Oh. Der hat mal angehalten. Okay, das Rennen werde ich, falls ich es gewinne, nicht ehrlich gewinnen. Ja gut, fahren wir ab jetzt mal ein bisschen ehrlicher. Man muss ja nicht immer cheaten. Wobei, wenn ich mir die KI so angucke... So, ich habe genug Platz gelassen auf der linken Seite. Gutes Überholen, 1 von 2. Ja, da kriege ich doch wohl hin. Ich habe noch 2 Versuche. So, warte. Kopf, bitte. Denk dran denken. Hier ist gleich rechts abbiegen angesagt. Geradeaus ist gesperrt. Kanalarbeiten, irgendwie sowas. Keine Ahnung, vielleicht wird da mal Glasfaser gelegt.
Boah, die hat aber auch Power, die Challenger. Die Herausforderer, nee, der Herausforderer. Ja, und schon bin ich vorne. Habe hier sogar Zeit, mir am Kopf zu kratzen. Aber das war kein gutes Überholmanöver. Schade. Gibt's keine vollen Bonuspunkte. Und wieder 3/10 schneller. Oh, da hatte ich aber jetzt heftiges Untersteuern. Was war denn da los? War ich im falschen Gang? Nö, eigentlich nicht. Aber ich kann den Gegner schön hinter mir halten. Beziehungsweise die Lücke vergrößern, so wie ich das gehört. Ah, die Zeit war leider schlechter. Hm. Dominanz liegt in der Luft. Dominanz, Freunde. Nicht nur das erste Rennen gewonnen, sondern auch das zweite wird ein safer Sieg. Gut auf 2. Ja, wobei Long Beach bin ich immer gut. Ich wollte gerade sagen, auf 2 sehr guten und schönen Strecken, aber das wäre ja fast wieder gelogen. Also jetzt sind halt die Amis. Entweder die Gegner sind generell bei den Amis schlecht oder ich bin wirklich mit den Amis gut unterwegs. Das könnt ihr euch jetzt entscheiden, das ist mir egal. Da halte ich mich raus. So, gewonnen, volle Punktzahl. 700 weitere Punkte von den 28.000 näher gekommen. Und einen Schluck Kaffee gegönnt. Was haben wir? 17.45 Uhr oder irgendwie so um den Dreh rum. Könnte passen. So, und heute Bonusfolge, ja? Nein, keine Bonusfolge. Wir machen einfach nur 3 Rennen. Weil die sind doch ein bisschen kurz, glaube ich, für eine Folge. Ach so, schnellste Runde? Ach ja, da war ich hier zu schnell für, ne? Wir sind auf jeden Fall vorne. Das ist so mal, das ist schon mal sicher. Nächstes Rennen. So, wer jetzt kommen? Kackstrecken. Ach so, einmal gibt's Kohle. So. Ein paar Dollar. Und wieder eine Mod weniger. Homestead. Oh, das kennen wir doch noch aus dem V8. War das V? Ne, aus dem Mazda Cup. Okay, was hauen wir denn da noch rein? 8 perfekte Kurven. Ne, dafür bin ich zu blöd. Rennen im Regen. Aber das hat doch hier hinten. Gute Überholmanöver. Halt die Wobei, 100 Meter Vorsprung ins Ziel kommen. Das können wir mal ausprobieren. Glaube ich zwar nicht, dass ich das auf der Strecke jetzt hinkriege. Oh, es regnet. Dann könnte man eigentlich auch den Regenmod verwenden. Naja, ist egal. So, wir ziehen die Gegner jetzt erstmal aus. Nackig bis auf die Haut. 4,25er Hemi. So muss das sein. In einem geilen Lila. Oh, dann auch. Geile Lackierung hier teilweise. Ich hänge hier am Dodge fest.
Jung. Meine Fresse. Der hat mich aufgehalten jetzt. Boah, der da vorne hat Power. So, was sind wir hier? 1, 2, 3, 5. Da kommt eine Chevelle SS, müsste das sein. Friday is a 30. Aber, guck mal, hat hier in der Kurve keine Chance, wo ich auch vom Gas muss. Oh, noch habe ich jemanden nicht. Das war knapp. Also mit 100 Meter Vorsprung ins Ziel wird schon mal nichts. Homestead ist nicht mein Pflaster. Wenn ja, Rennen auf der Strecke habe ich auch verkackt. Läuft. Da fliegt doch ein Hütchen weg. Sehen tue ich auch nicht. So hartes. Jetzt vielleicht. Ah! Rausbeschleunigen auch verkackt. Jetzt habe ich auch keinen Windschatten mehr. Läuft. Irgendwie will das nicht so, wie ich das will. Siehst du, zwei Rennen gewonnen und dann kommt der Knick. Nur noch Fünfter. So, ich fahre jetzt mal so weit unten, wie es geht, aber ich werde nach oben getragen und muss vom Gas gehen, weil sonst mache ich Bekanntschaft mit der Leitplanke. Oh, warte mal. Warte mal, Windschatten. Warte. Das wird jetzt aber kritisch. Genau in der Anbremszone. Aber das haben wir gemeistert. Mit ein bisschen Blech. Oh, Scheiße. Alter, schiebt er mich weg. Ja, das ist noch nicht gegessen. Da kommt er wieder. Freundchen, was denkst du dir eigentlich dabei? Ja, das wird anscheinend ein vierter Platz, ja, denn so ein Komiker von da hinten denkt sich noch, hey, den überhole ich jetzt noch im Windschatten. Oder mit Windschatten. Weil die sind verdächtig nah. Na, dann fahre ich mal verdächtig weit unten. Geh mal kurz zum Gas und dann wieder voll drauf. Boah. Ja, leider nur Platz 4. Wieder keine volle Punktzahl. Es soll nicht sein. Chevelle, Chevelle, Challenger. Ja gut, okay. Nur nochmal Chevelle. Was war denn der Pickup-Truck? Ach ja, El Camino war das. Das Monster. Der musste eigentlich viel mehr PS haben. Oder?
Oh, wir sind abgestiegen. Du wirst einmal Vierter, steigst direkt ab. Geil. Nee, nee, du bist zu schlecht jetzt für uns. Du steigst mal ab. So, erstmal Kohle her. Wenigstens eine Option haben wir gekriegt. Oh, wenn Microsoft das mal fixen würde, dass die Menüs nicht so ekelhaft hängen würden. Das macht keinen Spaß mehr. Und das ist nicht nur bei mir. So, Auto wählen. Auto kaufen. Welcher war denn das jetzt? Hä? Den El Camino, den gibt's hier gar nicht. Stimmt, da war was. Den muss sich wahrscheinlich noch irgendwie extra freischalten. Ja, egal. Trotzdem wollte ich wechseln und zwar auf... Ist er weg? Wo ist er hin? Hä? Moment. Das Auto ist weg. Gibt's gar nicht. Ah doch, hier. Chevelle SS454. Den Kollegen wollte ich haben. Hat, leistungstechnisch, genau, hat nämlich die meiste Power. Aber eigentlich nicht nur deswegen, sondern auch, weil das Auto einfach geil aussieht. Oder Mugello online. Mit den geilen V8-Amis auf so einem italienischen Kurs. Okay, italienische Kurse sind eigentlich gut. Monza, Imola, aber Mugello. Ja, also dann in der nächsten Folge mit dem Autochen die letzten drei Rennen dieser Serie bestreiten und hoffentlich noch gute Punkte nach Hause fahren und nicht so wie vierter Platz wie in Homestead. Geht ja mal ja nicht. Bis zum nächsten Mal. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.